Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem kurzen Videotutorial. Heute möchte ich euch einen sehr einfachen Weg zeigen, wie ihr einen Ring of Fire im Lightning Network entzünden könnt, ihn also quasi rebalancen könnt. Wenn wir einen Ring of Fire im Lightning Network aufsetzen, dann besteht er ja grundsätzlich erstmal, wenn wir beginnen damit, aus sehr viel einseitiger Liquidität. Wenn wir nämlich einen Kanal zu einem Peer öffnen, zum Beispiel mit einer Kapazität von 1 Million Sats, dann ist dieser Kanal in der Regel ja sehr einseitig, weil diese 1 Million Sats eben auf unserer Seite des Kanals liegen. Wir können über diesen Kanal also keine Zahlung empfangen. Wenn wir einen Ring of Fire bauen, dann wollen wir natürlich möglichst viele ausgeglichene Kanäle haben. Wenn wir uns also darauf einigen, dass wir 1 Million Sats pro Kanal nutzen, dann wollen wir eigentlich, dass 500.000 eingehend, 500.000 ausgehend sind auf jedem einzelnen Kanal. Und um das zu erreichen, muss eben ein Teilnehmer des Rings nach dem Schließen des Rings, also wenn quasi alle Kanäle geöffnet sind, einmal eine Zahlung durch den gesamten Ring senden. Diese Zahlung ist eben in der Höhe von der Hälfte der Kapazität, eben wie gesagt bei 1.500.000 Sats und verteilt eben die gesamte Liquidität im Ring einmal so um, dass alle Kanäle nun beidseitige Liquidität haben. Und um das zu machen, nutzen wir die CLI von LND, also die LNCLI. Das ist quasi das Terminal von LND und hier könnten wir das komplett manuell machen. Das bedeutet, wir erstellen eine Invoice, dann müssen wir das Payment Hash von dieser, also das Pre-Image und das Payment Hash von dieser Invoice rausnehmen. Wir bauen eine Route. Das können wir alles manuell machen, ist aber ein bisschen kompliziert. Und deswegen hat Roosoft sich gedacht, er nimmt uns ein wenig von der Arbeit ab und baut ein Skript dafür. Und das ist der Roosoft Igniter. Ich kann das hier auch einmal zeigen. Wir sehen das. Dieses Skript ist tatsächlich nichts anderes als LNCLI-Befehle, aber eben verpackt so, dass wir uns nicht damit rumschlagen müssen, sondern quasi einfach einmal dieses Skript ausführen und das erledigt dann alles für uns. Grundsätzlich gilt natürlich hier, es lohnt sich, das Skript auch zu überprüfen und zu verstehen, denn wir installieren das auf unser Node und wir sollten natürlich immer vorsichtig sein, wenn wir Dinge auf unserer Node installieren, denn es muss nicht sein, dass alles, was wir auf GitHub finden, grundsätzlich immer ehrlich und gut ist für unsere Node. Also hier gilt grundsätzlich Handeln auf eigene Gefahr. Ich habe dieses Skript schon benutzt, aber ich halte hier natürlich nicht meine Hand ins Feuer. Ihr könntet jetzt natürlich diese Datei hier herunterladen und sie quasi manuell auf eure Node aufspielen. Ihr könnt aber auch quasi einfach dieses GitHub-Repository einfach einmal klonen. Und das werden wir jetzt auch einmal machen. Als allererstes logge ich mich einmal per SSH in meine Node ein. Wie ihr hier sehen könnt, benutze ich einen Raspberry Blitz. Es sollte aber auch auf vielen anderen Distributionen und LND-Versionen funktionieren. Als allererstes müsst ihr in das Terminal eurer LND-Node gehen. Und hier befinde ich mich jetzt ja im Root-Verzeichnis meiner Node und kann jetzt hier einfach schreiben git clone. Das ist quasi der Befehl, um ein Git-Repository zu klonen. Und wir möchten das hier klonen, deswegen holen wir uns hier einmal den HTTPS-Link zu diesem Repository und fügen den hier einmal ein. Und wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann wird tatsächlich das Git-Repository Igniter auf unsere Node übertragen. Und das quasi in das Verzeichnis, in dem wir uns auch gerade befinden. Das heißt, das Verzeichnis heißt jetzt Igniter und ich kann jetzt hier auch sagen CD Igniter und befinde mich jetzt im Verzeichnis Igniter und kann mir hier auch die Dateien einmal anzeigen lassen mit ls und sehe igniter.sh, License und README und das sind tatsächlich die Dateien, die wir hier auch im Repository haben. Wir können uns jetzt hier Igniter natürlich auch mal anschauen. Müssen wir eh gleich machen, da wir es ja auch ein bisschen anpassen müssen. Nehmen wir zum Beispiel eingeben nano igniter.sh. Und jetzt sehen wir hier den Inhalt der Datei. Da das hier aber ein bisschen schwer zu überblicken ist, werde ich die Datei jetzt einfach mal auf GitHub öffnen. Es ist ja letztendlich genau dasselbe. Wir sehen hier einmal diese Trennlinie aus Routen und tatsächlich ist darunter einfach der Skriptteil. Wie gesagt, schaut ihn euch an. Wenn ihr überprüfen wollt, dass dieses Skript tatsächlich genau das tut, was es soll, dann solltet ihr das hier unten euch anschauen. Wenn ihr das nicht tun wollt oder das schon getan habt, das hier oben ist tatsächlich der Teil, den ihr dann auf euren Ring anpassen müsst, individuell. Hier oben haben wir eine Liste, die heißt Pub Keys. Also es sind einfach nur die Public Keys aller Nodes, die involviert sind in dem Ring und wichtig vor allen Dingen auch in der Reihenfolge, in der sie involviert sind. Das Ganze fängt mit der ersten Node hinter euch im Ring sozusagen an, also die Node, zu der ihr im Normalfall den Kanal eröffnet habt, steht hier oben und dann geht es eben im Kreis, bis sie bei euch wieder ankommt, weil sie ist ja ein Ring und tatsächlich muss eure Node, also euer Pub Key, auch der letzte in dieser Liste sein. Also wenn wir einen Ring aus 5 Nodes haben, ihr seid Node Nummer 1, dann würde hier Node Nummer 2, Node Nummer 3, Node Nummer 4, Node Nummer 5 und dann eben eure Node, Node Nummer 1
als letztes kommen. Dann haben wir hier einmal Amount. Amount ist letztendlich einfach nur die Höhe des Betrags, den ihr zahlen wollt. Und wie gesagt, in einem Ring of Fire macht es am meisten Sinn, wenn das die Hälfte der Kanalkapazität ist. Wenn ihr Kanäle mit einer Kapazität von 1 Million Sets eröffnet, dann sollte hier 500.000 stehen. Outgoing Channel ID ist quasi einfach nur ein Hinweis für LND, wo die Zahlung losgehen soll, durch welchen Channel sie gehen soll. Da steht quasi die Channel ID von dem Kanal zu der ersten Node. Die könnt ihr herausfinden, indem ihr zum Beispiel über LNCLI List Channels macht oder indem ihr bei RTL könnt ihr auf den Channel raufklicken, könnt View Info sagen, da seht ihr auch die Channel ID. Bei ThunderHub müsste das genauso gehen und in der Umbrella-Oberfläche genauso. Also das ist quasi einfach die ID von dem Channel, den ihr aufgemacht habt im Ring. Und die Max-Fee ist letztendlich einfach die Gebühr, die ihr maximal zahlen wollt für dieses Rebalancing. Im Normalfall sollte die fast gleich null sein, sollten nur wenige Sets sein, weil, denn in einem Ring of Fire sollte man ja eigentlich die Fees senken in dem Moment, wo das Rebalancing da durchgeführt wird. Oftmals passiert das nicht, aber hier könntet ihr eine maximale Gebühr angeben, die ihr bereit seid zu zahlen. Und wenn eben die Gebühr, die ihr für das Rebalancing zahlen müsstet, größer wird als die Zahl, die ihr hier angegeben wird, kriegt ihr hier auch einen Error und dann kriegt ihr die Nachricht, die Fee, also die Gebühr, die ihr zahlen müsst, ist größer als die Max-Fee, die ihr angegeben habt. Ich wechsle noch einmal kurz zu meiner Node hier ins Terminal und wir sehen ja, wie gesagt, hier, das ist genau dieselbe Datei, die wir uns gerade bei GitHub angeschaut haben. Auch hier könntet ihr nochmal verifizieren, dass der Code tatsächlich das tut, was er soll. Ihr würdet jetzt hier einfach, wie gesagt, mit Nano in diese Datei reingehen und ihr könntet dann hier die Pubkeys eingeben, die für euren Ring dann tatsächlich relevant sind. Also wie gesagt, wenn ihr Node 1 seid, dann hier der Pubkey von Node 2, Node 3, Node 4, Node 5, Node 6, Node 7, Node 8. Und als letztes eben wieder euren eigenen Pubkey. Und tatsächlich lässt sich diese Liste auch nach Belieben erweitern. Also wir haben tatsächlich neulich ein Ring of Fire mit 21 Nodes gemacht. Das war relativ viel Planungsaufwand. Und ich habe den dann gerebalanced und habe tatsächlich dafür auch dieses Skript benutzt. Und da hatte ich eben dann 20 bzw. 21 Nodes in dieser Liste drin stehen. Dann müsst ihr hier unten, wie gesagt, noch den Amount eingeben, die Channel-ID und die Max-Fee. Und wenn ihr alles geändert habt, ich ändere mal kurz was, damit das auch erkannt wird als Änderung, dann könnt ihr Steuerung X drücken, also Control X, und dann kriegt ihr einmal eine Meldung, dass sich hier etwas geändert hat an der Datei. Ihr müsst Y drücken, um die Änderung zu übernehmen, oder N, um die Änderung zu verwerfen. Wir drücken jetzt Y. Dann wird hier nochmal nach dem Dateinamen gefragt, den wollen wir ja behalten, deswegen bestätigen wir einfach mit Enter und dann wird quasi die Datei einmal mit den Änderungen jetzt überschrieben. So, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück in unserer Konsole. Ich kann hier nochmal ls eingeben, sehe, die Dateien sind alle noch da. Und was ich jetzt nur noch machen muss, ich muss Linux einmal sagen, dass igniter.sh eine Datei ist, die ausführbar sein soll. Dafür gebe ich ein chmod plus x und dann igniter.sh. So, jetzt habe ich Linux einmal erklärt, dass igniter.sh eine Datei ist, die ausführbar sein soll. Und jetzt könnte ich sie ausführen, indem ich schreibe Punkt slash igniter.sh und dann den Parameter noch spezifizieren. Wir können im GitHub hier einmal sehen, es gibt zwei, nämlich einmal Build und einmal Send. Build baut die Route und testet die Route, die wir angegeben haben, ob sie funktioniert. Und Send würde die Zahlung dann tatsächlich durchführen. Also ich könnte jetzt hier einmal schreiben Build. Das Punkt Slash schreiben wir übrigens, damit wir Linux sagen, dass es sich bei Igniter um eine ausführbare Datei handelt, die sich in der Directory befindet, in der wir aktuell sind, nämlich in Igniter drin und dann eben Build, wie gesagt, der Parameter. Und wenn ich das jetzt einmal eingebe, kriege ich hier natürlich auch eine Rückmeldung, dass das Ganze nicht funktioniert, denn kann ja nicht funktionieren. Ich habe ja hier die Pubkeys nicht geändert, das sind ja die Pubkeys, die quasi aus dem GitHub übernommen wurden, die können bei meiner Node natürlich nicht funktionieren. Bei euch wäre jetzt hier entweder ein Erfolg, der euch dann auch einmal eine Rückmeldung darüber geben würde, was euch diese Transaktion kosten würde an Gebühren, wo die Gebühren entstehen. Oder ihr kriegt auch einen Error. Ein Error könnte dann entweder bedeuten, dass die Kanäle noch nicht komplett geöffnet sind, dass es keine Verbindung gibt zwischen zwei Pubkeys, die ihr angegeben habt. Oder aber, dass die Gebühren der einzelnen Kanäle noch so hoch sind, dass ihr diese Zahlung nicht durchführen könnt. Denn sobald die Gebühren der Zahlung die eigentlichen Wert der Zahlung übersteigen, kriegt ihr quasi von LND auch einen Error zurückgegeben. Wenn das Ganze hier geklappt hat, dann könnt ihr denselben Befehl eingeben, nur eben am Ende nochmal einen Send und dann würde quasi die Zahlung durchgeführt werden. Das hier ist meiner Meinung nach der einfachste Weg, so ein Ring of Fire Rebalancing durchzuführen, ohne dabei auf andere Leute vertrauen zu müssen.
Wenn ihr sagt, ihr habt einen Ring aus Personen, denen ihr wirklich zu 100% vertraut, dann könnt ihr so ein Rebalancing auch in Form eines Fackellaufs durchführen. Und zwar, wenn ihr, ich sag mal wieder, ihr habt 5 Nodes im Ring und ihr habt jeweils Kanäle von 1 Million Sets, dann könnt ihr jetzt auch sagen, okay, wir schicken uns einmal 500 Sets, Quatsch, 500.000 Sets im Kreis. Also ich würde der nächsten Node 500.000 Sets schicken, die schickt wieder dem nächsten 500.000 Sets und so lange, bis der letzte mir dann wieder 500.000 Sets schickt. Auf diese Weise verliert auch niemand Geld, alle Kanäle wären gebalanced. Aber es ist natürlich so, dass der dritte oder vierte im Bunde einfach sagen könnte, alles klar, vielen Dank für die 500.000, ich hau jetzt ab. Und deswegen machen wir das eben mit diesem Skript bzw. mit LNCLI, damit wir eben nicht auf andere Leute vertrauen müssen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial ein wenig weiterhelfen und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß, mit diesem Skript vielleicht mal den einen oder anderen Ring zu entzünden.